Es ist 21 Uhr. Eine Zeit, zu der Hubschrauberpiloten in Deutschland eigentlich längst Feierabend haben. Seit aber die Helikopterstaffel der Bayerischen Landespolizei mit Wärmebildkameras ausgestattet ist, schieben die fliegenden Polizisten hier Schichtdienst rund um die Uhr. Mit dieser modernsten Hubschrauberstaffel Deutschlands sind flüchtige Straftäter jetzt im Dunkeln nicht mehr sicher. In dieser Nacht gilt es zunächst, einen 84-jährigen Mann zu finden, der seit 8 Stunden vermisst wird. Die Wärmebildkamera erkennt Temperaturunterschiede von 0,1 Grad. Wenn ich da jetzt irgendwo eine Wärmequelle sehe, dann hole ich mir die ganz kurz her, auf Tele, dann schaue ich es mir genau an. Wenn der Mensch zum Beispiel zusammengekauert auf der Erde sitzt, dann ist es schwer, wenn er sich nicht bewegt. Läuft er und bewegt sich und ich sehe die Arme und Beine, dann ist kein Problem. Ansonsten kann man es natürlich jederzeit verwechseln. Aber man bleibt so lange drauf, bis man es genau identifiziert hat und dann geht man erst weiter mit der Kamera. Nach halbstündiger Suche in der Umgebung werden die Felder rund um das Haus des Rentners abgescannt. Kenne ich das Maisfeld ab? Da ist was. Da ist was. Nachdem das Objekt als Mensch identifiziert ist, werden die Bodenkräfte via Funk zum Fundort gelotst. Ich komme jetzt schon auf, ganze Hundertschaft. Ja, die ganze Hundertschaft, oder was ist das? Ja, das ist Feuerwehr. Feuerwehr, ne? Kommen wir jetzt langsam hier. Edelweiß 8, wir haben einen vielen Dank. Ah, super. Okay. Klasse. Er ist gefunden. Die bayerische Staffel mit dem Einsatznamen Edelweiß wurde in diesem Jahr mit weiteren 18 Mann und 9 nagelneuen Eurocoptern ausgestattet. Preis pro Eurocopter rund 8 Millionen Mark. Allein ein Rotorblatt kostet 120.000 Mark. Jede der 3 Wärmebildkameras 700.000. Für das Bedienen der Kamera ist eine Zusatzausbildung erforderlich. Das Ganze sieht dann ausgeführt vom Operator in der Art und Weise aus, dass er die Kamera über einen sogenannten Joystick bewegen kann und das Ganze steuern kann. Und auch das Auswerten der Bilder braucht Übung, denn selbst Misthaufen oder Gullideckel strahlen eine ähnliche Wärme ab wie Menschen. Jüngster Erfolg in dieser Nacht, die Ortung zweier rumänischer Autoknacker. Hey, da links! Was ist das? Jawohl. Da sind sie. Sehr gut. Wo? Ja, bleib langsam, 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 langsam. Fahrt raus, Paul. Stopp! Sie sind direkt im Scheinwerferkegel. Zugriff, bitte. Zu jetzt bewegen Sie sich, die Burschen. Die beiden Personen stehen auf. Super. Position halten. Jawohl, Kollegen sind da. Bisschen und der zurück, Hund, Paul. Der Hund zurück. Ist da. 22, 14. Ja, wenn der Hund da ist, ist doch gut. Ja, langsam. Der Hund mag aber nicht so, wie er will. Ach so. Die Täter hatten sich mit Erde bedeckt, um sich vor den Bodenkräften zu verbergen. Als zusätzliche Sichthilfe tragen die Helikops nachts eine Bildverstärkerbrille. Was wir hier sehen, ist die Beefbrille auf dem Helm montiert. Die Beefbrille ermöglicht uns, das vorhandene Restlicht in der Atmosphäre so zu verstärken, dass wir ein zweidimensionales Bild bekommen und auch bei stockfinsterer Nacht Objekte erkennen können. Die Brille muss vor die Augen justiert werden, eingestellt werden. Und leider, dadurch, dass wir nur einen eingeschränkten Sehwinkel von 42 Grad haben, muss die Besatzung eben ständig nach links und nach rechts scannen, um eben den gesamten Blickfeld abzudecken. Die Besatzungen rücken pro Jahr rund 3000 Mal aus. 1999 wurden bislang 2 Dutzend Straftäter gefasst und rund 40 Vermisste aufgespürt, die ohne die Suche in der Nacht vielleicht nur noch tot hätten gefunden werden können. Ich war selber jahrelang draußen auf einer Polizeiinspektion und bin oft genug im Dunkeln umeinander getappt und habe nur Gelände mit Taschenlampen abgesucht. Und wenn man heute den Hubschrauber rufen kann und mit Wärmebildkamera und großem Scheinwerfer ein Gebiet doch relativ schnell abgesucht werden kann, ist das schon von großem Vorteil. Auch am Tag kann die Hightech-Ausstattung Leben retten. Vor allem bei Bergeinsätzen ist das Orten von Personen mit bloßem Auge schwierig. Wenn hier ein Tourist unauffällig gekleidet in der Wand ist, der verschwindet. Es ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Gehen Sie da mit der Kamera drauf, haben Sie in jedem Fall in der Wand Wärmeunterschiede und können hier eben unter Umständen feststellen, eine Wärmequelle, die dann genau anfliegen und identifizieren, ist es eine Person oder ist es etwas anderes. Im Gebirge ist ein menschlicher Körper via Wärmebild leicht zu erkennen.
weil sich dort kaum andere Lebewesen aufhalten, die mit der gesuchten Person verwechselt werden könnten. In der Einsatzzentrale auf dem Münchner Flughafengelände ist inzwischen ein neuer Auftrag eingegangen. Einsatzbesatzung zum FLVD, Einsatzbesatzung zum FLVD. Ein maskierter Mann hat in Rosenheim eine Sparkasse überfallen und ist mit 40.000 Mark auf der Flucht. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht, nur die Information, dass er angeblich in ein nahegelegenes Waldstück geflohen ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Männlicher Täter ist da flüchtig, man weiß noch nicht, ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, ist bewaffnet und hat 35.000 bis 40.000 Mark Tatbeute mit sich und die unterstützen wir jetzt, beziehungsweise die Bodenkräfte bei der Fahndung nach dem Täter. Knapp eine Stunde nach dem Banküberfall erreicht Edelweiß 1 den Tatort Sparkasse Rosenheim. Eine Wärmebildkamera ist diesmal nicht an Bord. Nachdem die Suche im noch dicht belaubten Wald erfolglos bleibt, suchen die Helikopter sogar die Hochsitze ab. Ein allgemein beliebtes Versteck. Stopp. Ein Meter zu den Bäumen. Aber, na, der ist leer. Natürlich hätte man gern gefunden, das ist ganz klar. Aber das ist eigentlich die Mehrzahl der Fälle, dass man nicht findet. Also muss man sich da damit abfinden. Und wir haben unser Bestes getan, waren lang noch im Einsatzgebiet. Mehr ist jetzt auch nicht mehr gegangen. Vielleicht sollten Sie auf die Nacht warten. Da sind die Aussichten für Verbrecher jetzt wesentlich schlechter.